Hey Leute, nehmt eure Kekse aus der Dose, denn Flauschi ist wieder da. Ha! Hallo Leute, und gestern im Video haben wir ja unser krasses Haus gebaut. Ich zeige euch das direkt noch einmal. Denn das ist echt sehr, sehr cool geworden. Hier seht ihr es nochmal. Vorhin kam auch Lukas, also Vive, schon vorbei und hat auch echt gesagt, das sieht sehr, sehr krass aus, wenn man hier dran vorbeifliegt. Wir fliegen einmal ein Stückchen weg. Das sieht schon sehr, sehr, sehr cool aus. Und ihr Leute habt es in den Kommentaren auch richtig gefeiert, das Haus. Deswegen habe ich mir heute vorgenommen, dass wir nochmal etwas bauen in dem gleichen Style. Und ich glaube, das wird auf jeden Fall sehr, sehr cool aussehen. Deswegen bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran, wenn ihr das sehen wollt. Aber zuerst kümmern wir uns um ein paar andere Sachen. Denn vorhin war Elina hier unterwegs und hat auch schon wieder ein bisschen was gebaut hier. Also Lina und ich sind gerade kräftig dabei, auf jeden Fall die Mädchenstadt aufzubauen. Und die Leute, die feiern das auch richtig auf der YouTuberinsel. Endlich mal eine Stadt, wo was Schönes gebaut wird. Und deswegen hat Elina hier so ein bisschen ein Rathaus, Schrägstrich Polizei, aber so ein bisschen Verwaltungsgebäude gebaut, sage ich jetzt mal, wo man sich melden kann, wenn man Probleme hat. Und dann wird sich da drum gekümmert. Das sieht auf jeden Fall auch sehr, sehr cool aus. Es muss anscheinend noch eingerichtet werden und hier fehlt auch noch so eine Fackel oder so. Also, aber das baut Elina, denke ich mal, noch fertig. Und das sieht auf jeden Fall auch sehr, sehr cool aus. Passt vom Style her auch sehr gut hier rein. Und ich habe mir heute vorgenommen, oh nee, ich erzähle es euch noch nicht, Leute. Das ist noch ein bisschen ein Geheimnis und das erzähle ich euch später erst. Ihr werdet es dann am Ende sehen, was ich baue. Oh Mann, ich habe heute ein bisschen Sprechprobleme. Unseren Sniffies geht's auch allen sehr gut. Die sind jetzt mittlerweile alle sogar schon erwachsen. Wir können mal gucken, ob hier jetzt zufällig jemand ein bisschen was buddelt und wir was finden, dass wir die vermehren können. Eine Fackellinie haben wir schon. Und jetzt muss nur noch jemand eine zweite. Oha, wir haben sogar 6 Sniffer. Hier ist noch einer drin. Die sitzen sich hier immer so ein bisschen fest, weil hier diese Ranken sind. Die hier müssen mal weggemacht werden. So, jetzt kannst du wieder raus, Sniffy. Sehr gut. Und jetzt, oh, hat da jemand Stift? Ich glaube, so langsam können wir aber keine größere, also keine mehr züchten. Denn das Gehege wird langsam ein bisschen klein für die ganzen Sniffies. Deswegen würde ich sagen, vermehren wir die lieber erstmal nicht mehr. Ach, hier wäre noch Holz gewesen, okay. Naja, Leute, ich habe auf jeden Fall schon alle Sachen vorbereitet für unsere Baumaßnahmen. Ich würde sagen, wir suchen uns schon mal ein Grundstück aus. Und zwar werden wir das ein Stückchen weiter weg machen, weg vom Wohngebiet. Denn das wird kein Wohnhaus werden. Ich guck gerade mal so ein bisschen. Wir brauchen auch ein bisschen Platz. Ich habe mir die Maße schon aufgeschrieben. Vielleicht passt es hier hinten hin. Moment, wir gucken, wir messen das einmal kurz ab. Und dann können wir hier nach drüben eine Brücke bauen. So, Leute, hier passt das auf jeden Fall hin. Ich habe jetzt auch schon den Grundriss gemacht. Und ich würde sagen, wir können gleich direkt den Boden einsetzen. Aber vorher, Moment, ich setze einmal meine Schalkerkisten hier schon mal hin. Das ist einmal für außen. Das ist für innen. Sehr gut. Okay, Leute. Dann haben wir jetzt noch kurz eine andere Sache zu erledigen. Denn ich wollte einmal kurz bei Paulberger Hills vorbeigucken. Da wurde Candy nämlich geprankt, habe ich gesehen. Und das wollte ich euch jetzt auch einmal kurz zeigen. Denn Candys Statue, vielleicht seht ihr es jetzt schon, hat nicht mehr Candys normales Gesicht. Wir gehen am besten mal hier auf diesen Turm. Und hier aus sieht man das nämlich ganz gut. Denn Gambo hat einfach Candy geprankt. Und hat ihm ein Gambo-Gesicht aufgesetzt mit einer großen blauen Nase. Und ich glaube vielleicht, dass Gambo gedacht hat, dass Candy ihn geprankt hat. Und deswegen hat er vielleicht Candys Statue umgebaut. Da bin ich mir aber nicht ganz sicher. Deswegen, ich guck mal, ob da vielleicht irgendwelche Schilder hängen. Hier durch Gambos pinker Garten. Dann steht hier Gambo for President. Gambo for President. Ja gut, Vielleicht denkt Gambo... Hier, ach... Easys neues Haus von Candy. Okay, Leute, deswegen hat er wahrscheinlich gedacht, dass Candy das Ganze war. Aber das waren natürlich wir und nicht Candy. Aber das weiß Gambo natürlich nicht. Und hier hat Gambo auch schöne Bilder drin hängen. Ich habe ja so ein Texture Pack extra reingemacht für mein Haus. Ich finde das Haus von Gambo jetzt sogar viel schöner als vorher. Es kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Aber wir haben jetzt genug zu tun. Iso-Chiso? Okay, was steht da alles drin, innen drin? Aber... Candy wird das schon hinkriegen die nächsten Tage, dass seine Statue wieder normal aussieht. Dann habe ich auch mitbekommen, dass dieses Haus jetzt nicht mehr iCrimex gehört, sondern Finsky oder so, keine Ahnung. Aber das soll uns alles gar nicht so viel angehen, denn wir haben genug zu tun in der Mädchenstadt. Jetzt können wir hier einmal noch gucken in meinem alten Haus, ob da noch ein paar Baumaterialien sind, die wir eventuell benutzen können. Denn hier sind ja einige Kisten voll mit Zeug. Hier sind nämlich auch...
ein bisschen Laub und noch ein bisschen Holz. Und deswegen, oh, ein Totem, das nehme ich doch gerne mit. Aber sonst noch ein bisschen mehr Holz, ein bisschen Beton, Wolle ist auch immer gut mitzunehmen. Laternen kann man auch gut gebrauchen, Erde ist auch immer gut. Aber ich glaube sonst nur noch ein paar Leinen, denn die brauchen wir nachher. Und dann können wir auch schon rübergehen in die Mädchenstadt. Und ich würde sagen, wir fangen direkt an und bauen unser Baustück. Ihr müsst auf jeden Fall in die Kommentare schreiben, was ihr denkt, was ich bauen werde. Versucht das einfach im Laufe des Videos zu erraten. Ich glaube, jetzt ist es gerade noch relativ schwer. Wir müssen auf jeden Fall hier noch eine Brücke rüberbauen. Bin gerade aber am Überlegen, von wo nach wo wir die machen. Ich glaube, wir müssen die hier so rüber machen. Das heißt, wir müssen da noch ein bisschen auffüllen. Gut, dass ich gerade Erde mitgenommen habe. Dann füllen wir jetzt hier das Land einmal noch ein bisschen auf. Dann bauen wir die Brücke. Und dann würde ich sagen, können wir auch schon mit unserem Gebäude anfangen. Deswegen jetzt einmal kurz hier auffüllen. Und dann zeige ich euch das Ganze, wenn die Brücke fertig ist, Leute. Ich improvisiere da einfach kurz. So, Leute, ich habe jetzt sowohl einen Weg hier gebaut, als auch eine Brücke. Die wird auf jeden Fall die Tage noch schöner gebaut. Es ist einfach nur ein bisschen provisorisch jetzt, dass man hier gut über den Graben drüber kommt. Und jetzt würde ich sagen, machen wir uns ran, hier zu bauen. Das wird auf jeden Fall ein sehr, sehr cooles Grundstück werden. Vielleicht wisst ihr ja schon, okay, man kann es eigentlich noch nicht groß erraten. Aber dieses Schwein hat was damit zu tun, Leute. Vielleicht steht es auch im Titel, vielleicht habe ich es mal wieder im Titel geschrieben. Aber alles nicht so schlimm. Wir müssen uns auf jeden Fall auch die nächsten Tage auf jeden Fall noch dran machen, dass wir noch ein paar Ranken und sowas an die Seiten, an die anderen Seiten von meinem Haus machen. Denn von den Seiten und von hinten sieht das noch sehr, sehr, sehr leer aus. Aber darum kümmern wir uns auf jeden Fall die nächsten Tage noch. Und deswegen würde ich sagen, Leute, wir kümmern uns jetzt als allererstes, Moment, das ist die Kiste für innen, ich kann nicht mehr reden, Leute, um dieses Viereck, sage ich jetzt mal. Und als allererstes müssen wir hier einmal den Boden auffüllen und das einmal mit Cobblestones. Ich habe keine ganzen Cobblestones gefunden, deswegen habe ich Cobblestone-Stufen, aber das ist doch alles das Gleiche. Und dann brauchen wir hier auch noch den Rest voll mit Cleanstone. Jetzt muss ich einmal hier kurz gucken. So, ich grab das hier einmal alles leer. So, zum Glück haben wir so krasse Werkzeuge, Leute. Aber apropos, unsere Schaufel müssen wir jetzt auch bald reparieren. So, jetzt hier einmal alles ausfüllen mit dem Stein. Und dann können wir auch schon mit den ersten Wänden anfangen. Leute, ich würde sagen, ich gebe euch Bescheid, sobald ich die Wände fertig gebaut habe, beziehungsweise ich gebe euch wie immer ein paar kleine Zwischenschritte. Ich glaube nämlich, wenn ich euch die ganze Zeit dabei mitnehme, wird das ein bisschen langweilig. Deswegen, Leute, wir bauen jetzt noch den Boden fertig und dann geht es direkt weiter mit den ersten Wänden, beziehungsweise mit den Grundrissen. Ich denke, wir werden erstmal hier so ein paar kleine Blöcke bauen, ein paar kleine Wände bauen, meine ich. So, das geht wieder hier rein und jetzt geht's erst richtig los. So, Leute, ich habe jetzt schon angefangen und jetzt könnte man eigentlich, es sieht noch sehr, sehr schlecht aus, Leute. Also, keine Angst, es wird auf jeden Fall noch besser aussehen. Man könnte auf jeden Fall schon mal erahnen, was das Ganze werden wird. Aber lasst euch weiter überraschen und ratet einfach weiter. Ich baue jetzt erstmal hier das Dach und das Obergeschoss fertig. Und dann kümmern wir uns um die unteren Wände. Beziehungsweise nicht unteren Wände. Das war vielleicht ein kleiner Tipp, Leute, aber wartet einfach ab und ratet ein bisschen in den Kommentaren. So, ich habe jetzt das Dach richtig fertig gebaut. Jetzt auch noch ein bisschen Deko drauf gemacht. Und ich glaube, so langsam nimmt das Ganze schon Form an. Sage ich euch ehrlich, Leute. Ich baue weiter. Ich gebe euch dann gleich wieder Zwischenschritte. So, die vordere Wand, das heißt der Eingangsbereich, ist schon mal fertig. Und ich finde, es sieht schon sehr, sehr cool aus. Vielleicht werde ich diesen pinken Beton noch durch anderes Holz ersetzen. Vielleicht ersetze ich das durch abgeschälte Stämme. Ich glaube, dann würde das Ganze ein bisschen cooler aussehen. Aber wenn, dann machen wir das am Ende. Wir gucken uns erstmal alles gemeinsam an, wie das alles fertig dann aussieht. Und dann können wir noch ein paar Sachen daran ändern. Hier mache ich mal noch zwei weg davon. So, okay, Leute. Und dann bauen wir jetzt direkt weiter noch an den anderen Wänden, denn da ist noch gar nichts passiert. Aber wie gesagt, Leute, schreibt in die Kommentare, wenn ihr jetzt schon wisst, was es ist. Aber Leute, wie ich mich kenne, steht es wahrscheinlich eh schon im Titel. Deswegen, naja, egal. So, Leute, das ganze Ding ist jetzt von außen einmal fertig. Ich zeige euch das mal von dieser Seite. Hier sind so ein paar kleine Gehege, sage ich. Oh, Leute, ich kann es euch jetzt einfach mal sagen, was ich hier gebaut habe. Ich habe einen kleinen Bauernhof gebaut, damit wir auch ein bisschen Essensverpflegung hier in der Mädchenstadt haben. Aber ich glaube, Leute, ich bin mir relativ sicher, ich werde hier diese
Betonpfeiler nochmal austauschen mit einem anderen Block. Mal gucken, was ich da genau nehme. Vielleicht Terrakotta oder so. Mal schauen, Leute. Aber das entscheide ich nachher spontan. Von außen ist das Ganze jetzt fertig. Ich zeige euch das mal kurz. So, einmal hier einmal drum herum gehen. Hier sind überall schöne Lichter. Ein bisschen Blätter überall. Einfach ein bisschen Deko verteilt. Und dann hier, wenn man mal von der anderen Seite hier guckt. So, hier ist einfach so eine kleine Plattform, weil das überhängend war. Und jetzt machen wir uns an den Innenbereich. Ich würde sagen, ich baue den einmal fertig. Einmal hier noch das Dach schön machen und sowas. Und dann zeige ich euch, wie das Ganze fertig aussieht. Und wir gucken auch, ob wir nachher noch Candy einmal dazu überredet bekommen. Ob er vielleicht guckt, dann organisieren wir noch ein paar Tierchen, die hier reinkommen. Und dann tauschen wir noch die Pfeiler aus. Das ist so wie heißt das? Das ist einfach der Plan so für heute. Und jetzt würde ich sagen, bauen wir einmal das Innere. Leute, der ganze Bauernhof ist jetzt fertig und ich bin bereit, ihn euch zu zeigen. Und zwar in 3, 2, 1 und da ist er, Leute. Sieht richtig, richtig cool aus. Ich bin am Überlegen, ob ich vielleicht statt dem pinken Zeug auf dem Dach auch grüne Blätter mache, weil ich finde, das sieht ein bisschen cooler aus. Das kann ich aber gleich dann noch austauschen und auch diese Säulen wollten wir noch austauschen. Aber bevor wir das machen, wollte ich euch den Innenraum zeigen. Hier haben wir so einen kleinen, einfach auch Lagerzeug und so, wo wir dann das ganze Futter reinmachen können. Und dann haben wir hier noch 2 Gehege, hier machen wir einmal Kühe und Schweine rein, denn das sind so gute Essensquellen. Oder, ich weiß noch nicht, vielleicht machen wir auch Kühe und Hühnchen. Aber mal schauen, deswegen würde ich sagen, gehen wir mal kurz ein paar Tierchen organisieren. Ich habe hier ein paar Leinen, da können wir mal gucken, ob wir 2 Kühe irgendwo her erwischen. Und für Hühner können wir einfach Eier holen, deswegen, oh ja, jetzt wird es gerade dunkel. Hier ist zwar ein, oh, hier sind sogar Hühner. Vielleicht haben die hier zufällig ein paar Eier gelegt, dann kann ich mir die mal ein bisschen klauen. Nee, okay, schade. Ich würde sagen, wir gehen kurz ein paar Tierchen organisieren. 2 Kühe einfach am besten und Eier für Hühnchen und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich die Tiere im Gehege drin habe. So, ich bin jetzt schon mit der 2. Kuh auf dem Weg zum Bauernhof. Ich verliere die ab und zu so schön weiter hier hochlaufen und dann habe ich auch direkt ein paar Eier dabei. Die können wir dann auch direkt noch werfen. Einmal hier hochkommen bitte. So, wir sind gleich da, liebe Kühe. Ich finde den Bauernhof eigentlich sehr, der ist sehr, sehr cool geworden. Wir werden noch die paar Einzelheiten ersetzen, von denen ich gerade schon geredet habe. Aber sonst ist das Ganze sehr, sehr, sehr cool geworden. Sieht auf jeden Fall sehr cool aus. Schreibt ihr auf jeden Fall mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. So, jetzt müssen wir einmal hier durch. Und dann noch einmal hier reinkommen. So. Und jetzt seid ihr hier ganz alleine zusammen. Dann muss ich einmal kurz was essen, weil mich haben gerade in der Nacht ein paar Monster angegriffen. Und jetzt gehen wir ins andere Gehege und hoffen, dass aus den 16 Eiern 2 Hühnchen rauskommen. So, bitte 1. Hä? Da kamen 4 Stück raus aus einem. Das ist überkrass. Und werfen wir direkt noch ein paar. Nochmal 1. So, was kommt? Noch 1, komm schon. Nee, okay, aber nicht so schlimm. Wir haben mehr als genug. Oh, ja, du möchtest doch wieder rein, oder? Na gut, dann wirst du jetzt erledigt, weil du kannst hier nicht frei rumlaufen. Und wir geben auch den Kühen direkt nochmal was zu essen. Ich muss einmal gucken, ob wir noch was haben. Wenn, dann vielleicht drüben hier im Haus. Und dann werden wir noch einmal ein paar andere Sachen holen, um das für die Säulen zu benutzen. Ich bin am Überlegen schon die ganze Zeit, was wir da am besten benutzen. Ich war kurze Zeit am Überlegen, ob wir vielleicht rosanen Terrakotta benutzen. Oder vielleicht nochmal diesen extra gebrannten Terrakotta. Also diesen glasierten Terrakotta, wenn ihr wisst, was ich meine. Aber ich weiß nicht, ob der vielleicht zu viel Muster hat. Aber das können wir uns gleich einfach ganz in Ruhe anschauen. Deswegen organisiere ich jetzt noch die letzten paar Sachen. Und dann ersetzen wir das ganze Zeug einmal. Ich habe jetzt Essen gefunden für die Kühe. Deswegen werden wir die direkt einmal vermehren. Und wir können das Zeug dann direkt auch hier reinräumen. Dann können wir nämlich das immer wieder machen. Und da haben wir unsere Babykuh. Sehr gut. Dann bin ich jetzt gerade noch dabei, ein bisschen Ton zu schmelzen, damit wir hier gleich das Ganze ersetzen können. Hier die Keramik. Da brauchen wir dann einmal noch pinke Farbe. Ich habe hier irgendwo noch ein paar Blumen gehabt. Ich glaube, die sind hier drin. Nee, aber hier sind noch Laub. Das können wir dann gleich für oben drauf benutzen. Vielleicht in der anderen Schalkerkiste. Die steht hier noch drin. Hier haben wir noch Blumen, ja, perfekt.
Wollen wir das direkt ab? Die Schalker-Kisten müssen wir dann auch gleich wieder aussortieren. Denn das sind praktische Werkzeugkisten. Die kann man einfach überall mit hinnehmen. So, dann machen wir jetzt einmal... Die ganze Keramik muss jetzt einmal pink werden. So, das macht man so. Und dann das einmal hier drumherum. Und dann müssen wir das Ganze nochmal braten. Ich glaube, ich musste auf jeden Fall noch mehr Keramik holen. Ich glaube, ich habe nicht mehr genug. Ich hatte das meiste für dieses andere Zeug aufgebraucht, damit ich mir Blumentöpfe machen kann. Deshalb würde ich sagen, ich organisiere jetzt wirklich die allerletzten Sachen. Habe ich zwar gerade schon gesagt, aber ich wollte euch einen zwei kleinen Zwischenschritt zeigen. Und dann, guck, so sieht das Ganze aus, Leute. Okay, jetzt zeige ich es euch doch schnell, wie das aussehen würde. Gehen einmal hier hin und ersetzen das einmal dadurch. Ich glaube, das würde besser aussehen. Ja, das machen wir, Leute. Ich gehe viel mehr Keramik organisieren und dann bis gleich. So, das Ganze wäre jetzt von vorne schon mal erledigt. Jetzt ist nur noch das obendrauf, das grüne Zeug drauf. Und das finde ich nämlich viel, viel schöner. Und dafür habe ich hier auch schon ein paar organisiert. Die waren hier zufällig in der Kiste drin. das heißt, wir bauen jetzt die rosanen hier oben drauf alle ab. Ich habe sogar eine Schere dabei. Dann geht das viel, viel schneller. Und wir können die ganzen Sachen auch noch behalten. Und dann verteilen wir die grünen hier einfach oben drauf. Das geht alles super easy und schnell. Deswegen werde ich das einmal erledigen. Dann werde ich euch Ganze das zeigen. Euch das Ganze zeigen. Ich kann heute echt nicht mehr reden, Leute. Und dann werden wir auch noch Candy fragen, ob ihr das Ganze einmal für uns bewertet. Und uns mitteilt, wie ihr das Ganze findet. Weil ich finde, der Bauernhof ist echt schön geworden, Leute. So, dann nehmen wir uns jetzt die grünen Sachen. Und wir verteilen die einfach hier so ein bisschen oben drauf. Und so ein bisschen auch nach vorne. Und noch so ein bisschen hier an der Seite. Dann hier zwischenrein noch ein bisschen die rosanen mit den Blumen. Hier das Ganze natürlich auch. Aua, nicht runterfallen am besten, Leute. Dann wieder oben drauf landen. Hier noch ein paar mit den Blümchen verteilen einfach. Wenn das hier zufälliger, das hier drin platziert ist, desto besser sieht das aus, Leute. Sage ich euch ganz ehrlich. So, und damit wären wir fertig. Ich finde, das sieht eigentlich echt, echt richtig gut aus. Jetzt sieht es auf jeden Fall besser aus. Schreibt auf jeden Fall mal in die Kommentare, was ihr besser fandet. Oder irgendwie bin ich mir nicht sicher, ob das mit dem Terrakotta da vorne dran so gut ist. Och man, Leute, ich kann mich irgendwie nicht festlegen, was ich da vorne genau haben möchte. Vielleicht auch nochmal anderes Holz. Also das normale Holz, aber abgeschält. Habe ich jetzt gerade leider nicht da. Ich fäll mal einen Baum und probiere das nochmal aus, Leute. Das ist unsere letzte Chance. Vielleicht bin ich ja dann damit zufrieden. So, ich habe das Ganze jetzt nur mit abgeschältem Stamm probiert. Und ich glaube, das sieht besser aus. Ich glaube, das finde ich am besten. Schreibt auf jeden Fall mal in die Kommentare, was ihr davon am besten findet. Und ich würde sagen, dann gebe ich jetzt einmal Candy Bescheid, dass ich was Neues gebaut habe. Und er soll sich das Ganze direkt mal angucken. Leute, Candy ist jetzt gerade irgendwie nicht online, aber ich würde sagen, wir kümmern uns so lange noch um ein paar andere Sachen hier in der Stadt. Und das wären zum Beispiel auch hier in der Stadtmitte diese Laternen. Die sind nicht besonders schön, sage ich euch ehrlich. Deswegen werden wir die jetzt einmal umbauen. Und zwar werden wir hier einmal das abbauen. Und wir werden die so wie die am Rand gestalten. Ey, jetzt greifen mich hier irgendwelche Monster an. Und zwar gehe ich oben jetzt ein paar Dioritmauern besorgen, diese hier. Und stell die einfach da drauf und dann eine Laterne oben drauf. Ich habe übrigens gerade schon einmal die Tiere drüben vermehrt. Das heißt, da läuft das auch alles prima. So, jetzt muss ich einmal gucken. Hier sind Fackeln. Habe ich hier noch Laternen? Ja, hier habe ich noch Laternen. Sehr gut. Dann geht es mal wieder nach unten. Und hier jetzt einmal überall so da drauf. Das sieht am besten aus, finde ich. Und dann müssen wir auch noch gucken, wo wir die nächsten Straßen lang führen. Denn irgendwo muss das ja sein. Irgendwo müssen wir lang. So, dann können wir diese hier eigentlich wegmachen. Die ist unnötig. So, dann ist der Dorfplatz jetzt auch ausgeleuchtet. Dann würde ich sagen, machen wir hier noch zwei hin. Dass hier auch noch ein bisschen Licht ist. Und was können wir dann hier noch verbessern? Ihr müsst auf jeden Fall auch in die Kommentare schreiben, Leute, was ich hier in der Mädchenstadt noch bauen soll. Wir könnten uns das Ganze nochmal von oben angucken. So, wir fliegen einen großen Bogen. So sieht das Ganze bisher aus. Viele pinke Bäume, die werden wir auf jeden Fall noch kontrollierter fällen und pflanzen. Dann hat Elina da ihr Rathaus und ich meine zwei Gebäude. Und wie gesagt, das eine ist jetzt eine Tierfarm. Das soll zum Essen und sowas Farmen da sein.
Vielleicht werden wir auch noch mal ein kleines Feld hinmachen. Hier so, das können wir jetzt auch noch machen. Das finde ich eigentlich eine gute Idee. Da können wir hier noch so einen kleinen Weg hinmachen. Dann hier ein kleines Feld mit Wasser. Und jetzt einfach hier so ein bisschen Felder. So, einfach mal gucken. Und dann haben wir noch ein paar Seeds, die wir hier anpflanzen können. Und Leute, wir müssen ja auch die Tiere mit irgendwas füttern können. Deswegen pflanzen wir das Ganze jetzt einmal hier an. Und wir warten dann, bis das groß geworden ist. Das ist dann auch für die Deko so ein bisschen schön, wenn hier ein bisschen Getreide drumherum ist. Wir könnten das eigentlich sogar nochmal auf die andere... Ah, nee, die andere Seite hängt ja vom Berg runter. Vielleicht dort vorne nochmal was machen damit. Ich glaube, das könnte ganz cool werden. Da gehen wir mal hin. Dann machen wir da vorne auch noch ein kleines Fältchen. So, was wir aber zum Beispiel dann gar nicht benutzen. Hier muss dann Wasser rein. Und dann hier einmal so drumherum einfach ein bisschen Feld, wo wir dann was anpflanzen. Einfach nur, damit das gut aussieht, Leute. So, wo sind die Körner? So schnell, bevor das wieder ausgeht quasi. Oh, wir haben jetzt keine Körner mehr. Nicht so schlimm, Leute. Ich gehe jetzt einmal Wasser holen. Und dann gucken wir, was wir als nächstes noch ändern können. So, Leute, das wäre erledigt. Ich würde sagen, wir holen uns die nächsten Tage eine Meinung von Candy oder Elina oder wem auch immer ein. Oh, jetzt muss ich hier einmal kurz wegkommen. Aber, Leute, ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Like und ein Abo da. Unsere Mädchenstadt wird richtig, richtig schön. Ich bin echt gespannt, was die nächsten Tage noch so auf uns zukommt. Aber lasst doch gerne ein Like und ein Abo da auf das Video. Checkt mich auch auf Instagram und auf TikTok aus, da heiße ich flauschy_yt. Und dann würde ich sagen... sehen wir uns beim nächsten Video wieder, Leute. Tschüss. Ciao.